Drei maskierte Männer sprengen den Geldautomaten einer Bank. Und ein bewaffneter Räuber überfällt eine Tankstelle. Im heutigen Polizeireport geht es um schnelle Beute. 3 Uhr nachts in Ibbenbüren in Nordrhein-Westfalen. Mehrere Explosionen reißen die Anwohner aus dem Schlaf. Heute Morgen in Ibbenbüren-Laggenbeck an der Mettinger Straße ist es zur Sprengung eines Geldautomaten gekommen in der dortigen Volksbank-Filiale. Es hat 2 Detonationen gegeben und Zeugen haben mehrere Täter gesehen. Ein Anwohner filmt die 3 Automatenknacker mit seinem Handy. Die beiden Explosionen sind so heftig, dass sie das Innere der Bank völlig zerstören. Es sind keine Personen verletzt worden. Es handelt sich um ein reines Geschäftsgebäude, was zu der Tatzeit nicht besetzt war. Die Schäden, die entstanden sind, werden derzeit ausgewertet. Wir sind noch mit der Tatortaufnahme beschäftigt. Inzwischen ist klar, durch die Detonation entstand ein Schaden in Höhe von rund 250.000 Euro. An den Inhalt des Geldautomaten kamen die Diebe aber nicht, denn die Bank war vorbereitet. Im Januar letzten Jahres ist diese Filiale auch durch eine Geldautomatensprengung betroffen worden, das ist richtig. Heute bei dieser Sprengung wurden aufgrund der Sicherungsmaßnahmen der Bank wurde keine Beute gemacht. Die 3 Täter geben nach wenigen Minuten auf. Bis heute fahndet die Polizei mit den Handybildern nach ihnen. Eine Tankstelle bei Kassel. Kurz vor Ladenschluss betritt ein Mann den Shop. Soweit, so normal. Es ist so, dass der Täter sich kurz im Verkaufsraum aufgehalten hat, machte den Anschein, als wäre ein Kunde auch für die Angestellte dort. Und dann ist er aber zur Kasse gegangen, hat eine Schusswaffe hervorgeholt. Eine Überwachungskamera filmt die Tat. Dirk Lassenbeck ist der Inhaber der Tankstelle und von der Vorgehensweise des Mannes überrascht. Ganz cool, ganz ruhig, ohne Aufheben. Es hat nicht gebrüllt, gar nichts. Es ist einfach so, wie wir zwei uns jetzt unterhalten, gekommen und hat gesagt, bitte das Geld rausrücken. Der Mann erbeutet die Tageseinnahmen von rund 400 Euro und entkommt unerkannt. Was bleibt, sind die Bilder der Überwachungskamera. Auf dem Video ist eine komplett dunkel bekleidete Person zu erkennen, mit einer schwarzen Jacke, der auch die Kapuze aufgezogen hatte und das Gesicht entsprechend verdeckt hatte. Der Mann war etwa 20 bis 30 Jahre alt, 1,70 bis 1,75 groß. Wir hoffen uns jetzt durch die Veröffentlichung des Videos da Hinweise aus der Bevölkerung zu bekommen. Sollte die Polizei den Mann aufgreifen, droht ihm eine hohe Haftstrafe. Bei einem bewaffneten Raubüberfall, wo der Täter mit einer Waffe noch droht, hier in diesem Fall mit einer Schusswaffe, sprechen wir von einem schweren Raub. Da sieht das Gesetz eine Strafandrohung von nicht unter 3 Jahren vor. Das ist also ein Verbrechenstatbestand mit einer sehr hohen Strafandrohung. Schnelles Geld, aber zu einem hohen Preis. Für diesen, ja, ich sag mal, läppischen Betrag zu riskieren, dass ich ins Gefängnis gehe, ist schon ziemlich verrückt. Bis heute ist der Tankstellenräuber auf freiem Fuß.